Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate. Genau, wir hatten hier noch eine Truhe zu begutachten. Aber das scheint hier erstmal nichts allzu Schlimmes zu sein. Zumindest scheinen keine Fallen dran zu sein. Gut. Ritualnotizen und noch ein Stein. Na dann. Diese Arkan-Notizen erhalten Formeln, die Heffernan entwickelt hat, um eine Armee von Untoten zu erwecken. Das Ritual kann nicht so durchgeführt werden, wie es beschrieben steht, ohne bestimmte Artefakte zu benutzen. Okay. Interessant. So, dann darfst du noch ein paar Kleider tragen. Den sacken wir auch mal noch ein. Andererseits. Wir haben ja hier unsere die ganzen Lore-Sachen. Mit den nimmervollen Beutel. Von daher nutzen wir den auch direkt mal aus. So. Ja, was wollt ihr? Du bitte. Ja, einmal identifizieren. Schon geht's wieder zurück. Ich glaube, das gehen wir jetzt aber noch kurz durch. Aber das haben wir dann ja, glaube ich, relativ schnell erledigt. They called. I am not a servant to carry so much. So. I have dropped it. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand was bringt. Wir können es ja mal durchtesten. Sorry, I can't hold that much. I dropped it. Ach so, schon 8er, okay. Ja, dann kann das sicher alles mal weg. Oh, wir haben keine Zauber mehr. Okay. So, rein da, rein da, rein da. Na, wird wohl auch ein Froststab sein. Ja, da, ich glaube, das kann ich ja direkt von ihr aus verkaufen. Ja, sorry, dass es jetzt hier halt noch so ein bisschen dauert. Ich glaube, die haue ich auch mal raus. Hast du mir den reingestanden? Möchte ich, dass du den behältst, bitte? Die Kugeln können wir verkaufen. Den kleinen Stab der Himmel auch. Bei den einigermaßen aufgebrauchten Stab der Himmel. So, weg, weg, weg. So, da, ja, schon plus eins. Weg. Dann kriegen wir es ja doch so langsam mal hin. Haben wir noch Blitzkugeln? Ich glaube nicht.
Ah, ja gut, das passt auch soweit schon mal. Can I help you? Genau, du bist jetzt soweit überladen. Was das angeht. Ich glaube, wir haben alles. So fürs Erste. Bin euch weit voraus, Chef. Na, ich glaube, wenn er den hätte beschweren wollen. Who cannot stop yawning? It is making me... Ja, du. Perhaps we could rest. Machen wir draußen tatsächlich. Würde ich vorschlagen. Sehr schön. Ja, ich meine, wie gesagt, zumindest schadensmäßig habt ihr das alles soweit überstanden. Sonst ist hier unten auch nichts mehr, ne? Ah, warte, hier ist noch ein Portal. Sollten wir da nicht noch irgendwas machen mit dem Portal? Irgendwas reinschmeißen, ne? So, die Wände des Abgrunds führen nicht in die Dunkelheit, sondern zu einem Portal ins trostlose Grau der Fugebene. Fugenebene. Alles, was von hier aus in dieses eintönige Reich geworfen wird, ist mit sie. Er hat für immer verloren. Okay. Knochen der Geister wurden zur Ruhe gesetzt. Okay. Werft die Körper der verlorenen Seelen in den Abgrund und seht. Wie sie im Grau verschwinden. Ein schiller Blitz aus spiritueller Energie. Blablablub. Wir spüren den Sog der Fugenebene. Kämpft dich dagegen an. Sie wird euch dorthin bringen, wo ihr hin müsst. Mögt ihr auf der anderen Seite Frieden finden. Eure Bemühungen verdienen eine Belohnung. Ich wünschte, wir könnten euch mehr bieten als nur. Also Dankeschön. Geht in Frieden. Es gab XP. Passt. So. Gut, was war das mit dem anderen? Ein schiller Blitz wird immer dann sichtbar, wenn ein Körper die Schwelle zur Fugenebene überquert. Okay. Gut, damit haben wir das erledigt. Schön. Was haben wir denn überhaupt noch hier? Offen. Genau, die verdammten. Also Beweise haben wir. Präsenz von Deros. In der Nähe zur Burg Drachenspeer. Ah, genau, und das Amulett. Hatten wir gefunden, muss ich noch abgeben. Wenn wir jetzt halt wieder zum Dings zurückgehen. Ein unirdisches Licht glimmt aus der Tiefe des Abgrunds. Der Widerhall von Stimmen erklingt in der klaffenden Spalte. Drückt gegen die Wände und versucht zu entkommen. In Ordnung. Haben wir denn hier jetzt noch irgendwas? Der verderbte Hain. Die Wurzeln, wo ich den... Aha. Das wird wahrscheinlich hier sein, ne? Ich bin euch weit voraus, Chef. Okay. Noch ein paar Gegner da. Alles klar. Sollte aber einigermaßen passen, denke ich. Sehr schön.
Kann ich da mit interagieren? Wer hat da eigentlich du jetzt den Samen, ne? Steht zu euren Diensten. Du hast den Samen, okay. So gut wie erledigt. What are you doing? Get away from that tree. Ja, ja. Ich habe gesagt, dass ihr euch fernhalten sollt. Ihr hättet auf mich hören sollen. Was habt ihr dieses Mal für mich? Ich glaube eher weniger. Hells, I missed. Swing and a miss. So, vielleicht haben wir die Entex erstmal noch um. Ja, weil ihr doch gerade... doch relativ nah an unseren armen Fernkämpfern steht. Na. So. Schauen wir doch mal. Haben wir noch irgendwas, was irgendwie sinnvoll wäre? Kann ich deine Magie vielleicht mal zerstören? Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Mal gucken. Ich glaube zwar nicht, dass es klappt, aber... Ja, was wollt ihr? Ein Versuch ist es wert. So, ja. Du kriegst halt schon ordentlich was ab. Na gut, du hast ja auch ein paar Heiltränke noch da. Was habt ihr dieses Mal für... Ja, vielleicht hätten wir da jetzt nicht wirklich... Also, wir hätten da vielleicht nicht unvorbereitet und ohne Zauber rein. Also, ohne Buffs zu gehen. Rein sollen. Kann ich? Wir haben über alle Kontrolle. Sehr gut. Ja. Ich glaube, das machen wir doch etwas anders. Ja, was bin euch weit voraus, Chef? So, wir rasten einmal. Gönnen unsere Zauber. Und dann geht das doch alles etwas schneller, denke ich. So. Gut, Buffs stehen. Can I help you? At once. Dann gehst du mal darüber. So. Yes. Und jetzt. Mal gerade mit der Magie zerstören? Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Vielleicht können wir dir ein bisschen blitzen. Hä? Was habt ihr dieses Mal für mich? So. Hat das? Achso, du hast, glaube ich, das alles wieder weggebannt, ne? Kann das sein? Ihr habt eine Aufgabe? Yes.
So. Ja, was wollt ihr? Das mal schnell umhauen hier. Das mit deinem Zauber, der ist jetzt auch wieder durch, ne? Gut, aber so geht es doch deutlich schneller. Hat jemand ein Level Up gekriegt? Interessant. Okay, da hat jemand böse was abgekriegt. Aber das sollte passen. Was habt ihr dieses Mal? So. Okay, du bist mal wieder überladen. Oder voll, nicht überladen. So, das ist dann alles zum Verkaufen. Sehr schön. Dann heilen wir Madame gleich noch eine Runde. Komm, du kannst auch mal ein paar Tränke hier mitnehmen. Ja, bist halt dummerweise auch überladen. So. Aber ja, diese Buffs machen halt unglaublich viel aus. Wir heilen dich, glaube ich, aber erstmal. Ja, was wollt ihr? Ich meine, wir haben jetzt ja noch. Husch, jetzt aber schnell. Guck mal, schon sieht das doch wieder besser aus. So, blutiger Knochenharnisch. Mhm. Moving schon Angriff. Aha. Achso, ja, könntest halt maximal du nehmen. Hätten wir halt noch so einen Ankeck-Plattenpanzer. Mal schauen. So. Ah, Amulett der Beschwörung. Oh, könnte auch relativ viel getragen werden. Auf eine +1-Keule. So. Ah, wir könnten ja verkaufen da oben. Fällt mir gerade ein. Du hast ja schon einen. Du kannst ihn eh nicht tragen. Bei dir wäre es sogar schlechter. Okay. So. Ja, dann machen wir jetzt noch eine Verkaufssession. Ah, nee, Quatsch. Wir machen erstmal den. We come for you anyway. Well, scrub devil. Look. Was hat das jetzt gebracht? Ja, was? Ja, ich kümmere mich gleich drum. Na, wir sagen einfach mal oben Bescheid. Ich glaube, ich gehe jetzt doch zuerst ins Dorf zurück. Wäre so der Plan. Dann kann ich da die Sachen abgeben und dann, ich denke, dann ist die Folge auch soweit fortgeschritten. Also hier auch nochmal Bescheid sagen, dass ich dann zwischen den Folgen verkaufen kann. Wie gesagt, muss ja nicht immer hier mit drin sein.
Ich denke, einige wird es vielleicht interessieren, aber wahrscheinlich für den Großteil nicht so interessant. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Ich dachte gerade, wir fehlten noch. So, dann hätten wir erstmal noch was zu berichten. I wonder if birds ever die of old age while they're flying and fall right out of the sky. Ich habe etwas, das ihr sehen solltet, Julian. What is this? Notiz über ein Ritual, das von Hefanan entwickelt wurde. Er wollte eine untote Armee erstellen. What? No, I don't believe it. You must, mein Sister. The evidence is here before thine eyes. Anyone could have written these papers. A squirrel even. I met a talking squirrel in a taproom once. It could happen. Dunia stimmt meinem Bericht bezüglich des Rituals zu. Denkt nach. Was hätte ich davon, euch mit so einer komplizierten Liste in das Licht zu führen? I pray thee, Julian. Trust this man as I do. I tell thee, he speaks the truth. Your proof is flimsy as a frog's eyelid. Away with you. I'll not be tricked into abandoning my new allies. Ja, wenn ich sonst nichts tun kann, um euch zu überreden, dann geht. Komm, Riga. We leave immediately for Dragonspear Castle. Okay. Hey, aber wir haben eine Errungenschaft gekriegt. Auch wenn wir sie halt nicht davon abbringen konnten. Gut, mit den Orks hatten wir, glaube ich, gesprochen. Dann gehen wir mal zu Eich und sagen den Druiden Bescheid. Und dann geht's ins Lager. Da. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Seid grüßt, Pacemaker. Der Wald hat mir von eurer Ankunft erzählt. Seid erneut gegrüßt, Javan. Wir haben gesehen, wie das verdorbene Leuchten an den Ästen des Baumes verblasste. Da wussten wir, dass ihr erfolgreich wart. Ihr habt unseren Dank. Es war kein einfacher Kampf, aber wir haben triumphiert. Egal, was eure Motivation war, eure Taten haben uns und diesem Wald geholfen. Bitte nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit an. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ihr habt guten Charakter gezeigt, Peacemaker. Ich bin stolz auf euch. Möge eure Reise schnell vorangehen. Dankeschön. This group shows promise. Extraordinary. So, okay, nächste Errungenschaft. Eine Keule. Dann schaut die mal an. Wurzel alles Übels. Ja gut, wir haben halt keinen, der großartig mit Keulen umgeht. Oder gehen kann. Ich geb's dir mal gerade dir. So. It's been too long since Minsk journeyed with such a fine companion. Naja. So, dann wieder zum Lager. Oh, Nacht. Schauen wir mal eine an. So, dann, wer war jetzt das? Irgendwas mit M, ne? Mycena. Okay. Dann suchen wir doch mal Mycena. Ja, ich kümmere mich gleich drum. So, können wir mit Link vielleicht nochmal reden? Yes, that should do it. What? Oh! I didn't see you there. Well, I did. Obviously I did. I'm talking to you. I must have. But it took me a while. Sorry. What were we talking about? Okay. Ja.
Ich dachte, wir könnten ihm noch Bescheid sagen, dass wir halt seine Gnomenfreundin gefunden haben. Du warst hier unten irgendwo, ne? Kann das sein? Da. Ich glaube, ich habe euer Amulett gefunden. Das ist es, ich hab's gefunden. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel dieses Amulett für mich bedeutet. Es ist ein Symbol für die Akzeptanz durch meine Familie. Etwas, das ich für immer hochhalte. Ihre Akzeptanz eures Glaubens? Die Initialen auf der Rückseite des Amuletts. Die einen stehen für meinen Geburtsnamen und die anderen für den Namen, den ich jetzt trage. Meine Mutter hat sie beide eingeritzt. Ihr müsst wissen, dieses Amulett markiert das erste Mal, dass mich meine Eltern Mäzener genannt haben und akzeptiert haben, dass ich das bin. Ich kann kaum glauben, dass ich so unvorsichtig war, es zu verlieren. Ah, ich glaube, das ist der Trans-Charakter, von dem ich jetzt schon gelesen hatte. Ihr habt euren Namen geändert? Das habe ich. Es stellt sich heraus, dass mein Geburtsname ungeeignet war. When I was born, my parents thought me a boy and raised me as such. In time, we all came to understand I was truly a woman. I created my new name from syllables of different languages. All have special meaning to me. It is the truest reflection of who I am. Ja, freut mich, dass ich euch zurückgeben könnte. Nehmt dies als meinen Dank. Möge Tempus in vielen kommenden Schlachten über euch wachen. Danke. Okay. Das hat sich echt gelohnt. Ja, dann mit Blick auf die Uhr. Habe ich noch irgendwas abzugeben? Weiß es nicht. Achso, warte mal. Habt ihr noch irgendwas zufälligerweise? Hey! Exciting times, huh? So. Wow! Message received. That's the last time you'll ask the drow say. Lalur furbel zamrim disnis. Genau. It is good to see you again, so, my friend. What do you need of me? Ja, gerade nichts. Speak. How can the Lion of Lusken be of service to you at this time? Gerade nichts wirklich, danke. Nö, ich glaube, ihr habt dann keine großartigen Quests, wie es scheint. Perhaps we could rest. So, gleichfalls, Marshall. Wichtige Dinge kümmern das auf jeden Fall. Ja, dann könnt ihr gleich mal eine Runde rasten. Ja, ich glaube, das ist ja nicht verkehrt. Dann gehen wir jetzt eine Runde rasten, dann kann ich noch eine Runde das Zeug verkaufen, was hier noch alles so rumliegt und dann reden wir in der nächsten Folge mal mit den anderen Personen hier. Weil ich befürchte, wir werden schon sagen, dass wir das Fass platziert haben, dass es dann eventuell schon weitergeht. Mal gucken. Ich brauche ein schluckstarkes Zwergenbier. So, einmal schlafen bitte. Vielen Dank. So, und dann solltet ihr wieder einigermaßen fit sein. Sehr gut. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.